Der Freiwilligentag in Bürstadt geht in seine nächste Runde. Mehr als 200 ehrenamtliche Helfer waren am Samstag unterwegs, um Gutes zu tun. Etwa 30 von ihnen waren beim VfR im Einsatz, bei einer von insgesamt 15 Aktionen in der Region. Ich finde den Freiwilligentag eine sehr gelungene und gute Sache, da man sich nicht nur sportlich messen kann, sondern dabei gemeinsam anpacken und so auch noch unwahrscheinlich viel Spaß haben. Der VfR beteiligt sich am Freiwilligentag, weil wir einen Beitrag leisten wollen für das Gemeinwohl. Auch im Ehrenamt wollen wir Vorbild sein. Wir nehmen heute am Freiwilligentag als Mannschaft teil, da uns der VfR in jeder Hinsicht am Wochenende unterstützt und im Training. Und da haben wir uns gedacht, dass wir dem VfR auch was zurückgeben, möchten wir dem VfR auch stolz machen und dazu beitragen. Die Bürgermeisterin ist voller Glückshormone. Freiwilligentag der Metropolregion. Bürstadt ist mit 15 Projekten am Start. Alle Vereine aufgerufen und viele haben zugesagt. Es ist fantastisch, bei strahlendem Sonnenschein so viele Menschen, über 250 Menschen, zu sehen und zu erleben, dass sie was schaffen für ihre Vereine, für ihre Anlagen, ja für unsere Stadt. Besser kann es einem nicht gehen. Das schüttet Glückshormone par excellence aus. Der Freiwilligentag findet alle zwei Jahre statt.